Hallihallo. Da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Der Killer hat sich diese Map gewünscht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Mal gucken, ob es der Spiegel-Michael ist oder eventuell. Es ist nicht der Spiegel-Michael. Es ist der Clown. Warum wünscht er sich diese Map? Ah, der ist über mir. Ich dachte, er rennt hier an mir vorbei. Ah, da rennt er mir vorbei. Alles klar. Hallo? Oh, danke. Hab mich nochmal bedankt. Eigentlich ganz witzig. Als ich angefangen habe zu spielen, dachte ich, diese Bewegung würde immer. Hä, wo ist er hin? Da. Hallo und danke heißen. Wow, alles klar. Ah, okay. Deswegen dachte ich auch, dass dieses Teabaggen für den Killer heißt Ciao. Ihr könnt euch vorstellen, wie die ersten Runden so liefen mit mir. Ich habe die Killer genauso begrüßt. Also nicht ganz so enorm, ne? Aber ich kannte das nicht. Ich habe vorher immer nur so Click-and-Point-Adventures gespielt oder so Survival-Games. Ja, oder Jump and Runs, aber irgendwie nicht so spannende Spiele, wo es so eine Dynamik gibt, nicht so Online-Spiele mit so einer Dynamik. Danke. Heile, heile. Er ist schnell im Heilen. Schaffst du es noch? Schaffst du es noch? Er ist unter uns, glaube ich. Danke. Oh, er versteckt sich da. Alles klar. Hier fällt immer eine Leiche raus. Da. Richtig fies. Ich hab Bock, wieder an Jen zu gehen. Ups. Vielleicht ja. Hier. Boah, voll gut. Kann das jetzt immer so laufen, bitte? Ja, deswegen habe ich bei dem Spiel vielleicht ein bisschen länger gebraucht als andere, um richtig reinzukommen. Weil ich fuchse mich ja auch immer gerne in Spiele rein. Und ertrage es nicht, wenn ich dann schlecht bin. Außer ich mag die Spiele nicht. Und wenn ich Spiele nicht mag, dann sind die auch doof. Und dann liegt es nicht an mir. Ich arbeite mal an dem Jen weiter. Obwohl, ich habe ja gar nicht geholfen vorhin. Ich wollte helfen und dann habe ich einfach nur mich selbst zum Opfer gemacht. Gucken, ob er jetzt hier hinkommt. Er sagt, dass er campt. Also wenn du hier weiterarbeitest, dann komme ich darüber. Okay. Okay. Ich bin unnütz.
Da vorne. So, jetzt müssen wir hier weg. Vielleicht hat es ja geholfen, dass er ein bisschen mehr entfliehen kann. Nein. Kommt er zurück? Er jagt immer noch ihn. Oh, da hat er im Leben gezogen. Er ist einfach besser. Entspannt hier auf den unteren Rängen. So, Moment, ich habe Anführer dabei, damit bist du schneller beim Truhe aufschließen, glaube ich. So. Hat er da einen Schlüssel rausgezogen? Mal ein bisschen warten können. Ich höre jemanden. Über mir. Das kriegen wir doch hin. Kein Adrenalin. Schade, schade. So, ich gehe mal hier rüber. Kann ich ihn heilen? Und er ist schneller. Weil ich Anführer dabei habe, dann ist er ein bisschen... Ich wollte ihm eigentlich noch einen Schlag gönnen, aber er ist ja weggegangen wieder. Hat uns gut rausgepusht. Ich glaube, ohne Anführer hätten wir das Tor nicht so schnell aufgekriegt. Und dann wären wir schon ein bisschen am Pobbes gewesen. Schon wieder kein Pip. Ich spiele einfach nicht gut im Moment. Ich spiele zu entspannt. Es geht so nicht weiter. Aber es sind alle vier entkommen. Besser hätte man es vielleicht nicht machen können. Hust, hust. Naja. Naja. Mehr Totems, mehr retten. Zwei Totems, zwei Leute retten, zwei Jagden gewinnen. Das machen wir so in der nächsten Runde. Also, GG und bis dann.